Gegenseitige Visa-Anerkennung Russland-Weißrussland. Russland informiert, dass es bis Ende des Jahres vermutlich zu einer Vereinbarung mit Weißrussland zur gegenseitigen Visa-Anerkennung kommen wird. Die Vereinbarung befindet sich in der finalen Erarbeitung. Erste Informationen hierüber verbreitete der russische Botschafter in Weißrussland. Nun wurden diese aus dem russischen Außenministerium mit einem gewissen Ton der Erleichterung bestätigt. Unklar bleibt weiterhin, wie mit den Bürgern verfahren wird, die visafrei nach Russland einreisen dürfen. Dies betrifft gegenwärtig die Bürger der Europäischen Union. Aus diesem Grunde hatte Russland vor 2 Jahren die Grenzkontrollen zu Weißrussland wieder eingeführt.